wir haben flexible Arbeitszeiten. Es gibt eine Kernzeit, in der wir im Büro sind, und außerhalb dieser Kernzeit können wir sich die Arbeitszeit frei einteilen. Im Großen und Ganzen beginnt mein Tag damit, dass ich natürlich einmal die E-Mails anschaue, ob kurzfristige neue, frische Themen reingekommen sind, vielleicht auch akute Themen, die sofort bearbeitet werden müssen. Zusätzlich ist der Arbeitsplatz auch zu einem Teil in Tschechien, in Brünn, wo unsere Produktion ist, wo wir dann die Produkte, was wir gezeichnet haben, eben schauen, dass sie richtig zusammengebaut werden. Es ist ein Großraumbüro. Wir haben dann geschaut, dass wir überall ein bisschen Pflanzen haben, dass das ein bisschen lebt, das Ganze. Das heißt, wir dürfen auch selber da Sachen ein bisschen umstellen. Wir waren auch bei der Planung mit dabei, wie das da aufgebaut wird. Mein Beruf und meine Freizeit kann ich eigentlich gut kombinieren. Sollte ich mal kurz weg müssen oder irgendwas, wäre das kein Problem. Ich muss nur meinen Chef fragen. Daheim haben wir Landwirtschaft, wo ich im elterlichen Betrieb auch mithelfen muss. Da ist es einfach super, wenn man sich die Zeit frei einteilen kann, so wie es bei uns ist. Im Projektgeschäft kann man die Spitzen nicht saisonal festmachen. Das hängt natürlich ganz vom Projektverlauf ab. Wir haben eine Kantine, die ist gefördert. Das ist super. Das heißt, da hat man drei Menüs zur Auswahl. Das heißt, es ist für jeden immer was dabei. Ich nutze eigentlich in der Firma das Sportprogramm. Da gibt es viele Möglichkeiten. Wir haben Auswahl Bootcamp, Badminton, Klettern, und das finde ich eigentlich super.